Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ich wusste, dass ihr schließlich zurückkehren würdet, um mein Let's Play weiter anzuschauen. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. 15, und was hat das wohl zu bedeuten? Diese Zahl steht für die Sternkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Eine andere Welt. Dort wirst du dir selbst begegnen. Aber bist das wirklich du? Das frage ich mich auch gerade. Ist man wirklich sich selber in einer anderen Welt? Gut, auf jeden Fall wurde das Problem gelöst. Also, dass keine Kometen mehr kamen. Ich habe, nachdem ich letzte Mal am Ende des Parts den Bowser besiegt hatte, außerdem die falsche Datei ausgewählt. Ich mache mir immer eine Kopie vor einem Part. Und ja, das war dann halt die falsche Datei, wo ich noch nicht den Bowser besiegt hatte in den letzten. Und deswegen kamen da auch keine Kometen, ist ja klar. Und es bleiben nämlich nur noch die lila Kometen übrig, die wir noch machen müssen. Gut, hier fängt alles einfach an. Hier gibt es exakt 100 lila Münzen. Es gibt aber manchmal Fälle, wo es mehr als 100 lila Münzen gibt und das dann alles auf Zeit dafür geht. Das gibt es nämlich auch. Und ja, ich kann mich hieran noch so schwach erinnern. Im Prinzip sollte man hier immer wieder schütteln, um die lila Münzen zu bekommen. Die sind eigentlich meistens alle außenrum in diesen Flugbahnen. Hier muss ich natürlich weitergehen, weil es nicht anders geht und weil hier auch lila Münzen sind. Aber ansonsten würde ich hier immer schütteln. Dann sollten wir schnell auf die 100 kommen, die es hier gibt. So. Hier muss ich wieder zu Fuß weiterlatschen. Wieso auch nicht? So, wow, das war knapp. Okay, die Felsbrocken können einfach durch diese Münzen hier, durch die lila Münzen durchrollen. Wieso auch nicht? Objekte können das dann natürlich immer. Mario ja nicht. So, und ich glaube, jetzt kriegen wir noch 10 Stück und dann hätten wir schon alle 100. Sieht mir ganz danach aus und so ist es auch. Gut. Also je nachdem gehen die lila Münzensterne schnell, aber es gibt auch lila Münzensterne, wo die lila Münzen im ganzen Level verteilt sind. So. Und das ist dann schon etwas kniffliger. Wenn man dann nämlich bei 98, 99 lila Münzen failt, dann hat man ein großes Problem. Aber hoffen wir einfach mal, dass es dann nicht dazu nicht kommt. Und wieso verspreche ich mich schon wieder so auf diesen Part? Mysteriös. Gut. Speichern muss ich nicht unbedingt. Das habe ich jetzt in den Parts davor mal gemacht, aber das ist jetzt nicht nötig. Gut, es geht direkt weiter mit einem weiteren lila Kometen in der Honigbienenkönigreich-Galaxie, glaube ich. Ja, so ist es. Und ja, ich glaube, das hier ist ein lila Münzenkomet, wo die Münzen im ganzen Level verteilt sind. Das ist nicht so schön, aber müssen wir durch, werden wir auch schaffen. Hoffe ich doch. Gut, aber ich erinnere mich noch am Anfang, da war irgendeine versteckt. Ja, genau, hier hinter. Die habe ich nämlich damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, also ich meine an dieser Stelle gespielt habe, habe ich die nämlich lange gesucht, die letzte, und die war nämlich da versteckt. Ganz schön mies, aber gut, das gehört dazu. Die dritte kann ich, glaube ich, nicht mehr erreichen. Kann ich auch am Ende noch machen, ist ja kein Problem. So, hier noch eine lila Münze. Hier auch. Also hier gibt es, glaube ich, exakt 100 lila Münzen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich denke mal, dass es exakt 100 sind. Ja, kann ja auch nur, weil ich damals nach der letzten gesucht habe. Und wenn es hier mehr als 100 gäbe, dann wäre das damals auch kein Problem gewesen. Um damals mal zu definieren, das war, glaube ich, so um 2007, 2008, als ich das Spiel hier das erste Mal gespielt habe. Auch an dieser Stelle dann war, im gleichen Jahr. So. Ach, da ist auch noch eine. Gut versteckt hinter diesen Felsbrocken, hat sich Nintendo gut überlegt. Ganz schön mies.
So, habe ich jetzt oben noch welche übersehen? Ne, da hatte ich schon welche. 33 Stück haben wir. Hier müsste irgendwo eine Wurzel rauskommen. Ich meine hier. Ja, ich hatte recht. Nice. Gut, also hier kann man auch leicht mal fehlen, indem man jetzt einen Spin-Jump macht. Dann fliegt man halt einfach runter. Und das ist nicht so schön. So, das hier ist ja auch ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen an die Seite bei dem Trampolin weiterspringen und dann... Was mache ich eigentlich? Und dann kann man es auf den Block schaffen. Lol, der Baum verliert sogar noch Blätter, auch wenn die irgendwie winzig zum Verhältnis des Baums sind. Aber gut, das ist eher die Animation, die da überzeugen soll, als das Prinzip dabei. So, die Brücke brauche ich nicht unbedingt. Die kann ich auch wegschmeißen, die brauche ich nicht. So. Wo gibt es denn noch welche? Da gibt es noch welche, gut. Ich darf ja keine verpassen, also sollte ich hier wirklich gut aufpassen. Dort unten waren nämlich auch noch welche. Genau. Sind ziemlich mies platziert worden. Also Nintendo wollte da richtig, dass man stirbt. Na, na. Ja, die lila Münzen erscheinen ja auch erst, also diese Kometen erscheinen ja auch erst, wenn man das Spiel einmal durch hat, sage ich mal, mit... Ach, ich nehme doch die Brücke. Also sprich, den letzten Bowser besiegt hat. Und das sollte ja so ein kleiner Schwierigkeitsgrad sein, der noch dazu kommt an Kometen. So, dahinter sind auch nochmal welche versteckt. Gib her. So, hier oben auch. Ach Mario, stell dich nicht so an hier. Müssen wir mal eben einen Walljump ausführen können. So. Wo gibt's denn jetzt noch was? Da auf der Mauer ist eine, die hole ich mir aber eher nach all den anderen. So, hier muss ich nochmal einen Wandsprung ausführen. Geht nicht anders. Yay. Okay, Mario ist süchtig nach lila Münzen. Wie sind die eigentlich lila? Also ist ja, finde ich, sehr außergewöhnlich. Anstatt die gelb. Ja, gelb sind normale Münzen, aber irgendwie grün zu machen oder... Ja, grün spricht dann wieder für Luigi und rote Münzen gibt es ja schon in zum Beispiel Super Mario Sunshine oder Super Mario 64. Super Mario 64 kommt ja auch ursprünglich her. Und ja, das wollten sie dann vielleicht nicht wieder übernehmen und haben gedacht, wieso nicht noch lila Münzen hinzufügen. Muss ja was Neues sein hier. So, mag ich jetzt erstmal die mir nehmen? Na, ich glaube schon, oder? Ach ja, man muss die hier runterspringen. Das war nämlich ganz mies. Also, haben die da noch Blöcke extra platziert? Ganz schön mies von Nintendo. Oh, gut. Also, der Stern hier ist ja auch nicht wirklich schwierig, aber die alle zu finden, ist wie Ostern. Muss man mal so ein Oster-Special machen, wo man alle Sterne aus dem Spiel in einem Stück macht und in einem Stream oder streamt und dann alle Fälle suchen muss oder so. Oder vielleicht könnte man hier auch ein Custom-Level einbauen, wo man dann andere suchen lässt. So, wir haben schon jetzt gleich 80 Stück. Das ist schon mal eine Menge. Dort sind auch nochmal viele. Also das hier ist auch so eine Stelle, wo man mal schnell runterfallen kann. Ah, wie genau hier zum Beispiel. Das Problem ist jetzt nur, ich muss jetzt wieder gleich zurückgehen. Hier gibt es zumindest noch ein One-Up. So spendabel sind sie schon mal. So, 11 Stück fehlen noch, also 10 Stück an einer Stelle und dann die eine, die wir noch eben nicht mitgenommen haben. Also ganz am Anfang, wo es da den Berg hoch ging, da habe ich ja nur zwei erwischt. So, ich nehme die Röhre. Die Röhre führt mich hierher zurück. Dann muss ich mich nochmal auf die andere Seite schwingen. Und hier habe ich immer Angst vor, falls man hier mal durch einen kleinen Fehler runterfallen kann. Ist mir zumindest damals passiert. Und das ist schon ganz schön mies. Also wenn man dann runterfällt, hat man ein echtes Problem. So, Wickler, ich soll dich doch in Frieden lassen, dann werde ich das tun. Du hast mir nichts getan. Gut.
Let's Race hierzu wäre auch mal nicht schlecht, aber ich finde das ziemlich mies, weil wenn dann so Missionen wie Lila Münzen kommen, hat man einfach fast keine Chance. Wenn man nämlich bei 99 fehlt, kann man schon das ganze Rennen vergessen. Das würde also kaum Sinn ergeben, da müsste man schon bestimmte Sterne hier spielen. So, ich muss noch irgendwie auf diesen Vorsprung kommen. Na, bin ich jetzt sogar schon. Schneller als ich dachte. Gut, wir sollten dann aber auch alle haben. Hoffe ich doch. Ach, Mario, mach keinen Scheiß. Der Käfer flieht sogar von uns, der hat Angst. Aber wenn wir jetzt Bienen-Mario wären, dann würde der uns sogar angreifen. Ja. So, jetzt sollte ich eigentlich hier nichts mehr machen können. Lol, ich wollte dich gar nicht umbringen. Ich wollte heute mehr tierlieb in dem Spiel sein, beziehungsweise monsterlieb. Aber gut, konnte ich jetzt nicht verhindern, wenn Mario es unbedingt wollte. So, kann ich jetzt hier runterspringen? Das würde mich mal interessieren. Gut, ist gut gegangen. Ich habe jetzt lieber eben nochmal geschaut, bevor ich jetzt was Falsches gemacht habe. Das wäre kostbar gewesen. Ich habe es ja eben schon erwähnt. So, und jetzt muss ich noch die eine lila Münze erwischen. Ist natürlich mies. Ne, den Blick will ich jetzt nicht und ich sollte es haben. Ich habe es auch. Nice. Also das lief jetzt ganz schön gut. Das kann auch schlechter ausgehen. Und ihr werdet sicherlich jetzt noch in diesem Part oder vielleicht in den kommenden schlechtere Runden sehen, wo ich einfach mal faile. Aufgrund eines Sturzes in das schwarze Loch. Wow. Gut, den Stern hätten wir. Ich speichere wieder nicht ab. Das ist sozusagen wie im Let's Race, da spart man die Speicherzeit. So, fehlt jetzt hier noch ein Komet. Wow, wir kriegen hier direkt 5 lila Kometen angeboten. Erstmal sonst immer keine. Ne, überhaupt keine. Und jetzt direkt 5 Stück. Also man kann es auch übertreiben. Gut, ich wollte das jetzt eigentlich mal wieder rauscutten. Aber da ich jetzt schon weiter geredet habe, werde ich das nicht rauscutten. Also wie ich zu dem anderen Raum gehe, kann ich hier nachmachen. Wir sind ja auch jetzt schon direkt da. So, jetzt ist es noch ganz interessant, was es hier für lila Kometen gibt in der Küche. Ach so, wie sieht's eigentlich mit der Wii aus, die ich hier mal gebraten habe? Lol, gebrutzelt. Och, ich kann mit dem Ofen reden. Nein, es ist der Luma. Oh mein Gott. So, die Wii ist schon verbrannt. Oh, Mario, du hast die wieder mal reingeschoben. Phantom Galaxy. Diesmal gibt's hier lila Münzen. Ich kann mich wirklich kein Stück mehr hieran erinnern. Was das nochmal war. Wenn ich das Level jetzt sehe, dann bestimmt. Aber jetzt so ohne Hilfe komme ich da wahrscheinlich jetzt nicht drauf. Die lila Münzen im Schweberaum. Was? What the hell? Wo ist das? Ah, genau. Das geht, glaube ich, auf Zeit. Und das sehen wir irgendwie mehr als 100 aus. Ne, das war irgendwie ganz mies. Da hatte man irgendwie ganz wenig Zeit oder so. Das weiß ich noch. Eine Minute, habt ihr irgendwie einen Arsch offen hier? Wie schnell soll ich das denn schaffen? Gut, ich gehe erstmal durch die Mitte. Kreuz und quer. Also man sollte so schnell wie möglich hier alles Mögliche mitnehmen. Naja, was ist alles möglich? Also so viel lila Münzen, wie man nur kann. Bloß nicht zögern. Nein! Das war schon ein kleiner Fehler. So, jetzt durch die Mitte, da gibt es noch eine Menge. Und sie gibt es hier überall eine Menge. Man muss nur die richtige Route haben. Oh Gott, wir haben noch 30 Sekunden, aber zumindest haben wir schon mal über die Hälfte. Jetzt haben wir nur hier einzelne, das ist natürlich noch mieser. Aber gut, ich hoffe, dass wir es schaffen werden. Sieht schlecht aus, momentan noch. Oder? Ah, 12 Sekunden. Ich glaube nicht immer, dass wir das schaffen. Bleibt die Zeit eigentlich stehen, wenn wir... Moment, ich bleib die jetzt stehen oder muss ich jetzt noch zum Stern? Hoffentlich bleibt die stehen. LOL, ich hatte noch 2 Sekunden Zeit und hab's aber noch geschafft. Die Zeit lief außerdem weiter. Ja, ich weiß, hab ich gerade bemerkt, aber... Wow, das war jetzt... Wow, das war jetzt... Sehr viel Glück. Epic! Yay! Yeah. Epic Mario. Ey, Nintendo müsste mal wirklich so einen Satz einbauen, dass Mario irgendwie Epic oder sowas sagt. Das wäre so geil. Weil Epic ist ja jetzt kein Internetsprachenwort, das gibt's ja eigentlich wirklich.
Oh, hier sind momentan keine Kometen. Dann schaue ich mal, wo der nächste ist. Dann sehen wir uns ganz einfach im Basezimmer wieder. So, hier geht's weiter mit der Kammfelsengalaxie. Dort kommen wir also auch nochmal hin. Wir müssen diesmal dort auch wieder... Ja, was heißt wieder? Aber trotzdem müssen wir diesmal hier Lilienmünzen sammeln. Ach so, nochmal um auf das Dingens da Epic zurückzukommen, was Marvin vielleicht irgendwie als Text mal haben könnte, irgendwie, dass er sagt, wenn er einen Stern hat, also jetzt nach dieser Sequenz, dass er irgendwie Epic oder sowas sagt. Ja, ich glaube, das ist gar nicht in dem Wortschatz von dem drin und so. Ja, man, ich weiß, ihr wisst sicherlich, was ich jetzt damit meine, oder auch nicht, aber vergesst es einfach. Okay, das ist jetzt so ein Stern, so ein lila Komet, wo man wirklich keine lila Münzen übersehen darf, nicht übersehen, sondern verpassen darf. Weil man kommt hier einfach nicht mehr zurück und wenn man dann irgendwie nur 98, 99 oder noch weniger hat, hat man ein echtes Problem. Hoffentlich kommt es jetzt nicht dazu. Wow, das war schon mal knapp. Mit dem Treffer von dem Klettball. Also die Bälle sehen immer noch wie Kletten. Wow, Steuerungstakte gerade. Okay, ich kann mich gerade extra umbringen lassen. Weil, ja. Mario hatte gerade einfach keinen Bock mehr. Ich will sterben. Bring mich um. Dankeschön. Also ich habe gerade in alle Richtungen gelenkt und Mario war einfach an dieser Seite am Hängen. Gut, kann ich nichts dran ändern. Dann machen wir das Ganze nochmal. Das war ja noch nicht mal meine Schuld gerade. Jo. Hoffen wir auf das Beste. So. Sind auch manchmal ziemlich mies angeordnet. Ja, der Kreis geht noch. Wenn die in alle in der Reihe sind, und jetzt zum Beispiel zwei Reihen, sag ich mal, anfangen, oder das ist schon dann ganz schön mies. Man sollte sich hier auch nicht zu viel bewegen, da man dann leicht mal vom Kurs abkommen kann. Und das darf einem ja hier nicht passieren. Da muss man noch auf diese ganzen Lasersachen schauen und auf die Bälle. Also muss hier Multitasking fähig sein. Wow, jetzt hätte ich schon wieder fast eine verpasst. Was soll die Scheiße hier eigentlich? Toll, jetzt kann ich das schon wieder vergessen. So, hier wäre ich wieder. Jetzt kann es hoffentlich ohne Fehler weitergehen. Also ich habe das jetzt extra rausgeschnitten, weil es mir einfach zu blöd hier wurde. Weil durch Fehler kann ich ja jetzt nicht fehlen. Das ist total ungerecht. Gut. So. Überspringen. Dann sollten wir jetzt auch gleich alle haben, wenn jetzt nichts wieder dazwischen kommt. Hoffe ich mal nicht. Hier rüberspringen. So, und die letzten 5 sollten unsere sein. Das sind sie auch. Und wenn ich jetzt noch fehle, habe ich zwar ein Problem, aber das werde ich nicht. Und ja. Wie wäre der? Was sagst du denn? Gut gemacht. Du bist am Ende. Du hast bis zum Ende durchgehalten. Natürlich. Was denkt der denn? Ich wäre mal gespannt, wenn man wirklich 0 lila Münzen hier einsammelt, was er dann für einen Text auf Lager hat. Das würde mich echt mal interessieren. So. 109 Sterne haben wir bereits. Da fehlen nur noch 11. Ich denke mal, einer geht auch in den Part rein. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wie lang der ist. Und dann würde ich sagen, dass wir den jetzt in der Küche in der Glasstrandgalaxie machen. So, jetzt geht's zur Glasstrandgalaxie mit einem weiteren Lila-Kometen. Ich glaube, hier waren die auch wieder verteilt. Also hier ging, glaube ich, nichts auf Zeit. Na? Die Lila-Münzen am Strand heißt das ja auch. Also, die sind nicht in diesem Wumms-Blöcken-Gebieten. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Ja, egal. Denkt euch jetzt einfach den Rest. Ja, die sind hier wieder verteilt. Okay, kein Problem. Die werde ich wohl auch alle finden. Ui, hier gibt es wirklich ganz schön viele. In diesem Bereich zumindest. Hier die untere Reihe noch. Unteren Kreis. Also Mario muss schon ganz schön stark hierfür sein. Finde ich. Also so, sich mit so einer Liane im Kreis zu schwingen, ist schon nicht leicht. So, der hat nämlich eine auf dem Kopf. Richtig. Einen Panzer brauche ich jetzt momentan nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch noch unter Wasser welche gibt.
Aber das kann ich mir gut vorstellen. Und wahrscheinlich ist es auch so. Oder? Ich konnte jetzt noch nicht sehen, ob da was war, aber ich glaube schon, dass es so ist. Wäre blöd, aber gut. So, auf der Palme sind natürlich auch welche platziert. Auf den Palmblättern. Gut, die gibt es wirklich überall. Auf jedem Objekt ist irgendwie mindestens eine lila Münze platziert worden. So, und ich schaue jetzt mal direkt unter Wasser weiter, ob es da noch eine gibt. Oder mehrere sogar. Ach, den Shell brauche ich eigentlich nicht. Damit kann ich viel besser lenken. Ja, es gibt tatsächlich hier welche. Ich zähle mal mit, wie viele es denn hier gibt. Vielleicht gibt es ja hier 5 Stück oder so. Und wenn ich 4 habe, dann ist irgendwas falsch gelaufen. So, den Shell wollte ich jetzt gar nicht, aber gut. 2 haben wir schon mal hier unten gefunden. Mario. Stelle ich nicht so an. Hier sind wieder keine. Hier vielleicht. Ja, da ist eine. 3. Gibt es hier wirklich nur 3? Oder noch mehr? Werden wir gleich sehen. Komm. Auch Mario stelle ich jetzt mal nicht so an. So, vielleicht haben die ja noch eine gefressen. Hm, kann ich verstehen. Hier gibt es nichts anderes. Außer Pinguine, die man noch fressen kann. Okay, hier ist noch eine 4. Dann denke ich mal, dass es hier auch noch irgendwo eine 5. gibt. Denke ich mir jetzt einfach mal. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. War da eine? Ne, da war keine. War nur ein Fisch oder so. Kamera kann ich sogar drehen. Okay. Ja, momentan sehe ich keine, deswegen tauchen wir erstmal auf. Und falls uns dann noch eine fehlt, denn die hier vielleicht unten ist, können wir immer noch hier wieder zurückkehren. Aber erstmal nicht. So. Oh, eine coole Frucht. So. Weg damit. Hier war eine. Wow, ich habe wirklich noch viele Stellen in Erinnerung, wo lila Münzen sind. So, und wahrscheinlich sind hier auch noch auf den Palmen hinter mir welche platziert. Genau, und auf den anderen auch, oder? Ja, zumindest auf der anderen rechten hier. Da auch? Da auch, tatsächlich. Lol. Ja, Mario, vorbeispringen muss nicht unbedingt jetzt hier, ne? So, vielleicht kann ich ja direkt schon auf... Nee, Moment. Direkt schon auf das Palmblatt. Oder? No, hat tatsächlich geklappt. Gut. Ey, Mario, mach keine Scheiße. So. Hier. Und wahrscheinlich wäre es jetzt gut, wenn ich mich von Palme zu Palme fortbewegen würde. Gibt's nochmal 2. Und dort auch noch. Moment. Ich könnte jetzt gerade die Sicht nicht wechseln. Das ist mies. Ja, dort ist auch noch eine. Wie komme ich denn da ran? So, komme ich da ran. Gut. So, fehlen uns noch, Moment, 37 Stück. Erstmal nehme ich die hier. Ich bin mir gerade auch unsicher, ob es oben in dem Bereich noch welche gibt. Aber das werden wir gleich sehen, wenn es noch welche fehlen. Und das kommt mir gerade so vor. Weil, hier rechts von uns sind gerade nicht so wirklich viele noch. Hier ist noch eine. Unterm Wasserfall sehe ich gerade keine. Mario taucht auf. Mach keine Scheiße. Aber, ich weiß noch, wo eine ist, glaube ich, oder? Weil hier ist auch diese Sprungfeder. Die ist nämlich, glaube ich, auch hierfür gedacht. Mein Gott, ich wollte dich gerade nicht ansprechen. Na ja, toll. Geh chillen. Ui, das war knapp. Aber so... Ne, komm schon. Ach, ich kann da wirklich keinen Bandsprung machen. So, so hat es auch geklappt. So war das alles geplant. Gut, hier gibt es noch eine. Hier, hier. Hier auf den Stein auch nochmal. Also, wie Nintendo die hier versteckt hat, ist schon Wahnsinn. Ja, wirklich versteckt sind sie nicht. Eher wie die verteilt haben. Ist ja schrecklich. Also, die schlimmsten Stellen sind eigentlich auf den Palmen. Weil wenn man da mal runterfällt, dann hat man ein Problem. Wenn man allgemein irgendwo von runterfällt, hat man ein Problem, ich weiß, aber trotzdem. Okay, das war knapp.
Gut. Mario, tauch bitte wieder auf. Chillen im Wasser kannst du später. Nämlich, wenn ich nicht da bin. So. An diese Schaukel oder auch nicht, weil Mario momentan noch keinen Bock dazu hat. Jetzt aber. Gut. Er ist sogar runtergerutscht davon. Ist sehr gut. Dass er das auch kapiert hat. So, jetzt kann ich vielleicht hier noch so raufkommen. Genau. 20 Stück fehlen uns noch. Das kommt mir verdächtig vor. So, eine schöne glatte Zahl. Verrät auch schon alles. Deswegen denke ich mal, dass hier oben noch welche sind. Also von der Richtung, wo der Wasserfall herkommt, gerade. So. Wie, Mario, kannst du nicht einmal aus dem Wasser gehen? Immer muss er ins Wasser springen. Schrecklich, echt. So. Sind hier noch welche? Ich glaube schon. Ja, ich sehe welche. Gut. Die Sprungfeder ist hier eher nervig, aber wahrscheinlich brauche ich die noch. Ich untersuche jetzt wirklich jeden Bereich. Die Palme hier auch nochmal. Wow, hier sind wirklich welche. Okay. Ey, wie soll man die denn kriegen da mit der Sprungfeder? Die springt total blöd. Ja, guck mal, wenn ich sogar unter der Münze die einsetze, springt die Feder irgendwie in eine ganz andere Richtung. Nein. Okay, kann ich hier wieder raufspringen. So, hier war, glaube ich, keine mehr. Und da sehe ich noch eine hohe platzierte. Die sollte ich mir jetzt zunächst erstmal holen. Denn ohne Feder komme ich da wahrscheinlich nicht mehr ran. Habe ich die jetzt schon oder nicht? Ne, ich glaube nicht, denn der Schatten ist auch noch da. Ein Fehler ist es nicht. Ne, tatsächlich nicht. Gut, aber jetzt. Ey, ich will dich haben. Komm schon. Och komm, Mario. Das hasse ich an dieser Attacke. Die ist total ungenau und trifft meistens nicht. Also mit diesem Power-Up hier mit der Feder. Finde ich total nervig, das Power-Up. Weil meistens kann man ja auch Stellen ohne diese Feder erreichen. So, habe ich hier noch eine besehen? Nein. Zehn fehlen mir noch. Ob das wirklich jetzt alle waren? Bezweifle ich. Ja, 5 Stück. Ich sehe momentan noch 4 Stück. Also es sieht gut aus. Aber ich kann tatsächlich einen vergessen haben. Ach komm, Mario. Oh, es sieht, glaube ich, schlecht aus. Vielleicht ist hier oben noch eine, die ich nicht gesehen habe. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich irgendwo eine verpasst. Wo frage ich mich gerade wirklich? Auf der Palme sehe ich jetzt keine mehr. Nein. Nicht runterfallen. Wow. Okay, dann würde ich sagen, weil der Part sowieso schon so lang ist, melde ich mich ganz einfach zurück, wenn ich die letzte gefunden habe. Ist sie da? Oder ist das ein Vogel? Moment. Nee. War nur eine Möwe. Okay. Dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich die letzte gefunden habe. Schaut euch das an, Leute. Ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten nach der letzten lila Münze gesucht. Und wo befindet sie sich? Hier unter Wasser. Ich hatte wirklich recht. Die letzte, oder die ich übersehen habe, befindet sich oder befand sich hier unter Wasser. Oh Gott, wenn man blind ist. Tja, schrecklich. Gut, aber jetzt habe ich sie ja endlich gefunden, nach 10 Minuten suchen. Und ja, das wäre dann unser Stern. Das wäre es auch erstmal für diesen Part. Und dann würde ich sagen, dass es im nächsten Part mit weiteren lila Kometen-Sternen weitergeht.